In Schleswig-Holstein, northern Germany, there are thousands of megalithic tombs from the Stone Age and the Bronze Age. Some of them are up to 5,000 years old. Archaeologists from Kiel University have already carried out a number of excavations and made discoveries. Wir befinden uns hier an einem Großsteingrab in Wangels in Ostholstein, ganz am östlichen Ende Schleswig-Holsteins. Und wir haben hier seit 2012 eine Grabanlage untersucht. Wir haben zunächst geophysikalische Untersuchungen hier durchgeführt. Das heißt, wir haben mit den Verfahren der Geoelektrik und der Geomagnetik sowie dem Georadar uns einen ersten Eindruck verschafft über den Aufbau dieses Hügels und konnten danach ganz gezielt unsere Grabungsschnitte anlegen, um ausgewählte Bereiche der Kammer freizulegen und des Einganges. In der Grabkammer haben wir einen vollständig erhaltenen Bestattungshorizont gefunden. Dieses Gefäß ist eins von mehr als 50 Gefäßen, die wir in der Grabkammer gefunden haben. Und dieses Gefäß zeichnet sich durch seine reiche Verzierung aus und steht damit im Kontrast zu den einfach oder gar nicht verzierten Gefäßen aus den Siedlungen dieser Zeit. Und durch chemische Analysen wissen wir, dass es sich in diesen Gefäßen Rindfleisch befunden hat, also Beigaben, die ganz speziell für die Reise ins Jenseits mitgegeben worden sind. Wir können diese Grabanlagen in verschiedene Typen unterteilen. Diese Entwicklung beginnt mit großen Langbetten. Das sind große Erdkörper, die teilweise noch keine megalithischen Einbauten hatten, also keine Steinkammern aufwiesen. Und daraus entwickeln sich dann die sogenannten Dolmen. Das sind kleine Megalithgräber, teilweise aus 3 bis 4 Steinen errichtet. Und diese entwickeln sich dann zu diesen großen Steinkammern, wie wir sie hier in Wangels vorliegen haben, die wir dann als Ganggräber bezeichnen. For Jan-Piet Brozio, this excavation was a highlight of his career as an archaeologist thus far. At a different site, a colleague of his is underway. Jutta Kneisel deals with the Bronze Age. Wir sind in Tarbeck im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein und wir sind an einer der höchsten Erhebungen im Kreis Segeberg, den Grimmelsberg. Und oben auf den Grimmelsberg, an die höchste Spitze, hat man eben noch einen Grabhügel draufgesetzt in der älteren Bronzezeit, so ungefähr um 1300 vor Christus. Und man sieht eben, der ist jetzt zwar von Bäumen bewachsen, aber man sieht sehr schön, wie es hier oben nochmal ansteigt und dann eben ungefähr ein 10 Meter großer Grabhügel da oben nochmal draufgesetzt worden ist. Also dieses Grab ist bereits 1925 ausgegraben worden. Wir haben nur vage Skizzen. Es ist eben wieder aufgeschüttet worden, damit das Landschaftsdenkmal quasi erhalten bleibt. In dem Areal, wo wir gegraben haben, da ist inzwischen alles verschwunden, weil das Kieswerk dort eben den Boden, also mehrere Meter eben aushebt und verarbeitet, sodass dort auch für zukünftige Grabungen nichts mehr vorhanden sein wird. Wir haben hier in der Gegend am Rande der Moränenkuppe 2 Grabhügel ausgegraben und können da sehr gut den ganzen Verlauf der bronzezeitlichen Besiedlungsgeschichte für diese Gegend rekonstruieren. Das ist ein typischer Rundgrabhügel. Im Innern sind Steineinbauten, in dem auch ein Eichenkistensarg lag. Das ist so die typische Grabform der älteren Bronzezeit, die wir hier sehen, also so zwischen 1700 und 1100 vor Christus. Und das ist tatsächlich mit einer der letzten. Also wir haben hier schon keine Körperbestattungen mehr, sondern Brandbestattungen. Wir sind schon also am Übergang zur jüngeren Bronzezeit. Und es ist ganz besonders, weil die anderen Hügel alle so ein bisschen tiefer liegen, hat man sich also am Ende der Bronzezeit nochmal den höchsten Punkt rausgesucht, um hier einen Grabhügel zu bauen. They meet in the laboratory to compare their findings. This is an essential research step in archaeology. Comparisons lead to insights. Hi, wo kommst du denn her? Ich komme gerade aus Wangels, von einem Großsteingrab aus Ostholstein. Und ich habe hier so ein Gefäß mitgebracht. Oh, spannend. Aus der Jungsteinzeit. Man sieht, dass es umfangreich verziert ist. Es ist eine sogenannte Zylinderrandhalsschale. Und es ist ein ganz typisches Grabgefäß für den Zeitraum zwischen 3300 und 3000 vor Christus. Zeig mal, das ist ja richtig dünn und also auch so schön verziert. Ja, man hat hier ganz aufwendig hier so Einstiche reingebracht, dass man hier diese Linien hat. Das nennen wir ja Furchenstich.
Und wir sehen, wir haben hier so Linien, die so als Bündel hier verlaufen und ganz sorgfältig gearbeitete Zickzacklinien, die übereinander laufen. Und sogar hier, der Henkel des Gefäßes wurde sogar auch verziert. Oh wow. Die ist ja echt hübscher anzusehen als meine Keramik aus der Bronzezeit. Ja, zeig doch mal. Ja, also das, was schön ist, ist so ungefähr, wenn wir hier mal so polierte Sachen haben, wo man hier die Glättspuren sieht, hier oben drauf. Oh ja. Aber an sich ist sie sonst völlig unverziert, ne? Ja. The archaeologists continuously solve small and large puzzles in their work. Wir haben eben auch eigentlich ganz schöne Deckel. Das ist ja fast so ein modernes Design, wenn man das so sieht. Und witzigerweise sind die meistens eben nicht umgekehrt auf die Urne gekommen, sondern so quasi ins Grab gegeben mit so einer kleinen Speilenpackung rum. Und ja, Beigaben waren leider nicht drin. Aber ich sehe, du hast ein paar hübsche Beigaben. Ja, wir haben auch Artefakte aus Stein. Also wie hier so Flintbeile, große Flintbeile, die an den Breitseiten geschliffen sind. Hier kann man sogar sehen, die wurden wohl benutzt. Wir haben hier Flintklingen, die zum Schneiden genutzt worden sind. Aber auch solche Äxte, die relativ selten vorkommen, aber dann ab 3100 immer häufiger anzutreffen sind. Und die Anzeichen dafür sind, dass diese Gesellschaften beginnen, sich immer mehr sozial zu differenzieren. Es sind also Statusobjekte von einzelnen Personen. Due to the large number of tombs in Schleswig-Holstein, the work of the archaeologists continues. Further finds from the past can also be expected in the future. The annual meeting of the European Association of Archaeologists is the largest archaeological conference in Europe. This year, 2021, it takes place in Kiel at our university, and there are 2,500 participants virtually. And because of the situation in this moment, also the excursions are virtual. You just saw one of the four virtual excursions, and these virtual excursions are about very important archaeological sites and features here in northern Germany. But they are also about the transformation of knowledge to our society. I think this is very important for also the motto of the conference, widening horizons. Widening horizons means that we use the knowledge of the past, which we archaeologists produce together with other scientists, for the present to tackle also the future. And in this sense, I would recommend to you also to have a look at the other three virtual excursions in this program.